Vom 16. bis 21. September 2019 verwandelt sich Hannover wieder in den Hotspot der Fertigungstechnik. Über 2000 Aussteller aus 37 Ländern werden sich dann auf der Weltleitmesse der Metallbearbeitung, der EMO Hannover, Fachbesuchern aus aller Welt präsentieren. Journalisten aus über 30 Ländern konnten im Juli einen ersten Blick auf die Themen und Angebote der EMO Hannover 2019 werfen. In persönlichen Gesprächen mit rund 40 Ausstellern, die ihre Unternehmen in jeweils 120 Sekunden beim Elevator Pitch vorstellen konnten, lag bereits Messe-Feeling in der Luft. Die EMO Hannover deckt traditionell die gesamte Bandbreite der Metallbearbeitung ab. Als Innovationsschaufenster der Branche schlägt sie aber auch die Brücke zwischen klassischen Technologien und Technologien der Zukunft. In diesem Jahr steht unter dem Motto Smart Technologies Driving Tomorrow's Production insbesondere die Maschinenvernetzung im Fokus. Wir haben natürlich viele Innovationen bei allen Produktbereichen auf der EMO, aber herausgestellt ist natürlich das Thema Digitalisierung, hier insbesondere die Nutzung von Daten, Industrie 4.0 oder wie wir international sagen IoT, das ist sicherlich ein herausragendes Thema auf der EMO in diesem Jahr. Die Vorbereitungen der Aussteller laufen inzwischen auf Hochtouren. Sowohl Keyplayer als auch Newcomer möchten sich von ihrer besten Seite präsentieren. Die EMO ist der Ort, wo man das Neueste vom Markt findet. Das ist sehr wichtig, sowohl für die Kunden als auch für die Hersteller. Ich persönlich freue mich auf intensive Kundenkontakte, viel Interaktion und die Möglichkeit, unsere Innovationen, unsere Kunden näher bringen zu können. Selbst wenn man nicht ausstellen würde, dann würde man selbstverständlich hingehen, weil wo sonst sehe ich denn die Technologietrends aus aller Welt in unserer Branche? Für die Besucher ist es einfach die einmalige Möglichkeit, wirklich alle Branchen, Spannmittelhersteller, Maschinenhersteller, Werkzeuger an einem Ort versammelt zu sehen. Man kann sich praktisch seinen gesamten Prozess zusammenbauen. Besucher aus dem In- und Ausland können sich also auf der EMO Hannover 2019 inspirieren lassen und mit Herstellern aus der gesamten Branche ins Gespräch kommen. Hier trifft sich die Welt und hier treffen die Besucher auch die Kollegen, die sie normalerweise, weil sie in anderen Ländern zu Hause sind, nicht so einfach immer treffen. Und ich glaube, das ist das, was die EMO auch ausmacht. Diese Leidenschaft haben Aussteller und Besucher nicht allein. Auch die internationale Fachpresse wird auf der EMO Hannover 2019 wieder stark vertreten sein. Wenn man in dieser Branche tätig ist und es wirklich ernst meint, dann muss man bei der EMO Hannover dabei sein. Man muss diese Messe besuchen, wenn man nicht den Anschluss verpassen will. Auch der Gastgeber zeigt volles Engagement für eine erfolgreiche Veranstaltung. Jetzt läuft der Countdown, die nächsten Wochen zählt es, eine tolle Messe zu organisieren. Also wir sind voller Vorfreude. Und mit dieser Motivation geht es nun auf die Zielgerade zu. Wenn Sie die Zukunft der Metallbearbeitung erleben möchten, dann kommen Sie im September zur EMO Hannover.